Hallo, liebe Freunde der historischen Wertpapiere. Heute geht es um eine Tabakaktie aus den USA, die P. Lorillard Company. Pierre Abraham Lorillard, geboren 1742, gestorben 1776, war ein in New York City tätiger Tabakhändler französischer Herkunft. Er gründete 1760 im Alter von 18 Jahren die Lorillard Tobacco Company. Sie war in New York City in der Chatham Street, dem heutigen Park Row, angesiedelt. Diese Gesellschaft sah und sieht sich als die älteste Tabakfirma der Welt. Bei der Gründung handelte es sich um eine Schnupftabakfabrik. Zu dieser Zeit war Schnupftabak der letzte Schrei in British America. Der Gründer Lorillard starb 1776 im Alter von nur 34 Jahren während der britischen Besetzung von New York City. Er wurde von hessischen Söldnern der Briten im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, der von 1775 bis 1783 dauerte, getötet. Nach Lorillards Tod führte seine Frau die Firma weiter. 1792 übernahmen zwei Söhne die Geschäfte. Sie verlegten den Firmensitz in die Bronx, New York City. Neben dem Schnupftabak wurden dann Kau- und Pfeifentabak sowie auch Zigarren produziert. . 1870 wurde die Company nach Jersey City im Bundesstaat New Jersey verlegt. Nachdem Lorillard kurzzeitig 1910 von der American Tobacco Company übernommen wurde, musste American Tobacco 1911 viele Beteiligungen aufgrund kartellrechtlicher Entscheidungen wieder veräußern. Das bescherte Lorillard neue Unabhängigkeit und diese wurde genutzt, um in den Zigarettenmarkt mit einzusteigen. Sie etablierte sich zu einer der fünf großen US-Zigarettenhersteller. Lorillard entwickelte zahlreiche neue Zigarettenmarken, die vor allem in den USA große Beliebtheit erreichten. Zu nennen wäre zum Beispiel Newport, Maverick, Old Gold, Kent sowie True. Lorillard Tobacco verlegte 1956 seine inzwischen zwei Fabriken in Jersey City und Richmond im Bundesstaat Virginia an den neuen Standort Greensboro im Bundesstaat North Carolina, der später auch der Hauptsitz des Unternehmens wurde. Einige Jahre später errichtete Lorillard eine weitere Zigarettenfabrik in Louisville im Bundesstaat Kentucky. 1968 wurde Lorillard von dem amerikanischen Konglomerat Loss Corporation übernommen. 40 Jahre blieb Lorillard eine Tochtergesellschaft von Loss. In den 1990er Jahren bis heute musste Lorillard zahlreiche Prozesse führen. Dabei ging es in erster Linie um die schädlichen Gesundheitsfolgen des Rauchens. In der Folge mussten immer wieder hohe Strafzahlungen getätigt werden. Im Jahr 2008 schloss Lorillard Tobacco eine Trennungsvereinbarung mit seiner Muttergesellschaft Loss ab und wurde dann zu einem unabhängigen, börsennotierten Unternehmen. In den darauffolgenden Jahren wurde stark in den neuen Markt der elektronischen Zigaretten investiert. Das sorgte wieder für Übernahmefantasie, sodass am 15. Juli 2014 das Unternehmen Reynolds American für 27,4 Milliarden Dollar die Lorillard Company übernahm.
So können wir heute nur noch die alten ausgegebenen Aktien in den Händen halten. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.